Einen wunderschönen guten Tag. Die Wissenschaft war für die meisten von euch bisher so eine Blackbox, aus der hin und wieder interessante Fakten rausgefallen sind, die aber für euren Alltag nicht wahnsinnig relevant waren. Die Corona-Krise hat das grundlegend geändert. Plötzlich sollte Wissenschaft eure Fragen beantworten, hat euren Alltag bestimmt und sollte sich eurer Sorgen annehmen. Ich denke, wir sind uns einig, dass sie das im Großen und Ganzen eher so lala hingekriegt hat. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein ganz zentraler ist, dass die Wissenschaftsgesellschaft als solches bisher sehr wenig Mühe darauf aufgewendet hat, den Nichtwissenschaftlern da draußen zu erklären, wie sie eigentlich arbeiten, wie so ein wissenschaftliches Projekt aussieht, wie das überhaupt alles funktioniert, wie sie denken, warum sie Dinge tun, andere nicht tun und all diese Sachen. Das würde ich heute gern ändern. Ich würde euch gerne anhand eines eigenen wissenschaftlichen Projektes so ein bisschen erklären, wie das wissenschaftliche Arbeiten so funktioniert und euch ein Beispiel dafür geben, über Fragestellung, Experiment, Ergebnis und bis hin dann zu den Schlüssen, die man daraus ziehen kann oder eben auch nicht. Noch eine Anmerkung dazu. Ein weiteres Problem des Wissenschaftsbereiches ist so ein bisschen das Copyright. Gehören die Daten, die ich erarbeitet habe, mir, dem Institut, bei dem ich gearbeitet habe, der Stelle, die die Forschung finanziert hat, allen drei irgendwie so ein bisschen? Um das zu umgehen, werde ich euch sehr wenig konkrete Zahlen nennen. Das ist aber gar nicht schlimm, denn die ganze Geschichte funktioniert auch wunderbar ohne sie. Also, los geht's. Das ist Brucella. Brucella ist benannt nach dem Entdecker David Bruce, der seinerzeit die Krankheit zuerst beschrieben hat. Brucella liebt Tiere. So sehr, dass es am liebsten in ihnen wohnt. Und da am allerliebsten in den Fresszellen des Immunsystems. Die Tiere werden davon krank und schwach und sind dann nicht mehr zu Zucht oder Landwirtschaft geeignet. Die Tiere leiden dann oder werden getötet. Das ist bescheiden für die Tiere, aber auch ein relevanter wirtschaftlicher Schaden für die Bauern, insbesondere wenn die Infektion sich in der Herde ausbreitet. Das klingt jetzt für euch vielleicht nicht so dramatisch, aber da Brucella vor allen Dingen im Mittelmeerraum oder in Afrika noch eine große Rolle spielt, wo die Bauern in der Regel sowieso schon arm sind, bedroht das sehr schnell Existenzen. Außerdem kann Brucella auf den Menschen übertragen werden. Das passiert zum Beispiel über Milchprodukte von Kuh, Schaf und Ziege oder über direkten Kontakt mit den Tieren. Da geht es übrigens auch bei Schweinen. Die infizierten Menschen bekommen dann Brucellose. Brucellose ist eine schwere Krankheit, die selten tödlich verläuft, aber immer wieder schwere Fieberschübe auslöst. So ein bisschen wie Malaria. Mit dazu kommt dann ein ganzer Blumenstrauß aus anderen möglichen Symptomen wie Kopf-, Bauch- und Gliederschmerzen, Erschöpfung, Erbrechen, Durchfall, Leberversagen oder Entzündungen von Gehirn und Gelenken. Das hängt so ein bisschen davon ab,
wo sich Procella genau eingenistet hat. Das Problem ist, man wird Procella auch nur sehr schwer wieder los, nämlich nur mit einem Cocktail aus 2 bis 3 Antibiotika, das bitte als Infusion und über mindestens 14 Tage. Ihr seht also, Brucellose haben ist nicht witzig und teuer. Neben Brucella geht es heute um 2 aufstrebende Technologien, die mehr und mehr zur Erkennung von Mikroorganismen genutzt werden. Die Gesamtgenomsequenzierung und die MALDI-TOF-Massenspektrometrie. Die Gesamtgenomsequenzierung erstellt eine Abschrift des gesamten Erbguts des Bakteriums. Diese Abschrift wird dann mit einer Datenbank verglichen und je größer die Ähnlichkeit zu einem der Einträge darin, umso besser. So wird das Bakterium erkannt oder zumindest sein nächster Verwandter festgestellt. Die MALDI-TOF-Massenspektrometrie erstellt ein sogenanntes Spektrum, in dem es alle Eiweiße des Bakteriums nach Größe und Ladung sortiert. Das gibt ein charakteristisches Muster. Dieses Muster kann dann mit den Beispielmustern einer Datenbank verglichen werden. So kann bestimmt werden, welches Bakterium vermutlich vorliegt. Das Arbeiten mit Procella hat allerdings eine Besonderheit. Es braucht nämlich nur so 10 bis 100 Bakterien, um einen Menschen mit Brucellose zu infizieren. Und Procella überträgt sich als Aerosol über die Luft. Kennt ihr vielleicht von SARS-CoV-2? Und auch wie SARS-CoV-2 darf Procella nur in einem speziellen Hochsicherheitslabor bearbeitet werden. Dieses Hochsicherheitslabor darf die Bakterienprobe natürlich nicht einfach verlassen. Ne? Denn es ist ja aus dem Grund da drin. Allerdings müssen unsere Bakterienproben manchmal aus dem Labor hinaus. Denn um so komplexe Analysen wie die Gesamtgenomsequenzierung oder die MALDI-TOF-Massenspektrometrie anzuwenden, muss man in der Regel in andere, weniger sichere Bereiche. Denn diese sehr teuren Analysegeräte stehen meistens außerhalb des Labors. Damit das Forschungsinstitut nämlich nicht 5 davon kaufen muss, sondern nur 1, teilt man sich die in der Regel mit anderen Forschungsgruppen. Damit die aber nicht alle permanent ins Hochsicherheitslabor rennen, naja, aus Sicherheitsgründen nun mal, stehen diese Analysegeräte in der Regel in einem Niedrigsicherheitsbereich. Procella darf den Hochsicherheitsbereich also unter keinen Umständen einfach so verlassen. Wenn man damit nämlich zu locker umgeht, hat das fatale Folgen. Deshalb wird eine Probe mit Procella, bevor sie das Hochsicherheitslabor verlässt, immer inaktiviert, also abgetötet. Dazu werden üblicherweise Chemikalien oder Hitze genutzt. Die exakte Methode unterscheidet sich dabei von Labor zu Labor und ist in der Regel nicht für jeden einzelnen Anwendungsfall geprüft. Ganz viele dieser Methoden werden aus Gewohnheit verwendet, weil das schon immer so gelaufen ist, weil irgendjemand damit mal gute Erfahrungen gemacht hat, was grundsätzlich ja auch legitim ist, aber manchmal dazu führt, dass das ganze System etwas veränderungsresistent ist. Jetzt ist es aber so, dass jede Abtötungsmethode ihre ganz eigenen Einflüsse auf die Probe hat. Die sind nicht immer zu 100% vorhersehbar, denn die Abtötungsmethoden sind zwar im Prinzip verstanden, aber nicht immer im Detail. Das bedeutet, es ist zwar im Prinzip klar, welche chemischen Auswirkungen die Abtötungsmethoden haben,
Es ist aber nicht immer klar, wie sich das im kleinsten Detail in unseren Analysen zeigt. Zum Beispiel wie hier bei uns in der Malditov-Massenspektrometrie und der Gesamtgenomsequenzierung. Um dem auf den Grund zu gehen, haben wir versucht, folgende Frage zu beantworten. Welchen Einfluss haben Abtötungsmethoden auf die Gesamtgenomsequenzierung und die Malditov-Massenspektrometrie, wenn wir sie dafür benutzen, Brucella zu identifizieren? Warum Brucella? Brucella ist ein Bakterium, das im Hochsicherheitsbereich bearbeitet werden muss und ist damit ein sehr praxisnahes Beispiel, um das Ganze auszuprobieren. Um diese Fragestellung zu beleuchten, gibt es im Grunde zwei verschiedene Möglichkeiten. Einen kleinteiligen oder einen praktischen Ansatz. Der kleinteilige Ansatz wäre, die Wirkung der Abtötungsmethoden bis auf Molekülebene ins Detail zu analysieren, zu bestimmen, wie sich diese Wirkung auf unsere Analysemethode auswirkt und daraus dann Rückschlüsse zu ziehen, ob die Abtötungsmethode sich überhaupt für unsere Analysemethode eignet. Dieser Ansatz wäre sehr gründlich und wissenschaftlich natürlich der viel coolere, aber er wäre auch unglaublich aufwendig und unsere Projektzeit war begrenzt, also haben wir uns eine andere Lösung überlegt. Um den Einfluss von Abtötungsmethoden auf die Ergebnisse unserer Analysemethoden zu bewerten, schauen wir uns die Qualität der Identifizierung an. Sind wir in der Lage, Brucella trotz angewandter Abtötungsmethode mit Gesamtgenomsequenzierung oder Malditov-Massenspektrometrie erfolgreich nachzuweisen, können wir die Abtötung für diese Analysenmethoden empfehlen. Am Ende sollten wir sowieso in der Lage sein, die mit Abtötungsmethoden behandelte Brucella nachzuweisen, selbst wenn wir danach in die Detailforschung einsteigen wollen würden, nicht wahr? Insgesamt haben wir 9 verschiedene Abtötungsmethoden in je 5 verschiedenen Konzentrationen geprüft. Erst haben wir uns natürlich angeschaut, ob die auch alle Brucella zuverlässig abtöten. Nur um unschöne Komplikationen zu vermeiden natürlich. Danach haben wir dann versucht, die abgetöteten Brucellen mit Gesamtgenomsequenzierung und Malditov-Massenspektrometrie zu identifizieren. Die Ergebnisse waren dabei besser als gedacht, zumindest auf den ersten Blick. Die Erkennung von Brucella mittels Gesamtgenomsequenzierung war kaum zu irritieren. Nur eine der Abtötungsmethoden machte die Brucella-Proben zur Identifikation völlig unbrauchbar. Die Malditov-Massenspektrometrie allerdings reagierte deutlich empfindlicher. Hier waren nämlich nur 3 der Abtötungsmethoden in der Lage, identifizierbare Proben zu produzieren. Das bedeutet, die restlichen 6 haben die Proben so verändert, dass die Malditov-Massenspektrometrie sich am Ende keinen Reim mehr drauf machen konnte. Soweit, so gut. Aber Ergebnis haben ist noch nicht Ergebnis verstehen. Einige Abtötungsmethoden sind offensichtlich für die Malditov-Massenspektrometrie besser geeignet als andere. Aber warum und welchem Schema folgt der Effekt? Es lohnt ein genauerer Blick auf die einzelnen Abtötungsmethoden. 2 der Abtötungsmethoden basieren auf dem Einsatz von Alkohol, nämlich Ethanol und Isopropanol. Die 3. Abtötungsmethode basiert auf dem Einsatz von Trifluoressigsäure in niedriger Konzentration. Haben diese Substanzen vielleicht ähnliche biochemische Eigenschaften?
Alkohole und Säuren wirken sich eigentlich eher unterschiedlich auf Proteine aus. Das stützt sich jetzt natürlich auf ein allgemeines biochemisches Verständnis, denn exakte Analysen für genau unseren Anwendungsfall existieren ja nicht. Und im Zweifel müsste man dieses Wissen genau deswegen in Frage stellen. Fürs Erste scheint das aber eher unwahrscheinlich. Eine andere Gemeinsamkeit ist, dass Ethanol und Trifluoressigsäure beide Teil der Vorbehandlung für die Malditov-Massenspektrometrie sind. Unter der Vorbehandlung versteht man das chemische Herauslösen der Proteine aus dem Bakterium vor der eigentlichen Messung. Die chemischen Effekte von Ethanol und Trifluoressigsäure wirken also bereits auf alle Proben ein. Alle anderen Abtötungsmethoden setzen die Probe zusätzlichen Einflüssen aus, statt nur Einflüsse der Vorbehandlung zu wiederholen. Aber wie passt da Isopropanol ins Bild? Gute Frage. Wir berufen uns auf unser allgemeines biochemisches Grundverständnis. Denn Ethanol und Isopropanol, beides Alkohole, sind sich chemisch sehr, sehr ähnlich. Das heißt, ihre Einflüsse auf die Probe sind auch sehr, sehr ähnlich. Das heißt, der Einfluss von Isopropanol in der Abtötung ist dem Einfluss von Ethanol in der Vorbereitung sehr ähnlich. Die beiden Substanzen sind also möglicherweise austauschbar und es werden mit Isopropanol keine neuen chemischen Effekte eingeführt, wie es wäre, wenn wir eine komplett unterschiedliche Abtötungsmethode benutzen. Alles gut und schön. Aber ihr fragt euch vielleicht, wie spielt das zusammen? Wie beeinflusst die Abtötungsmethode jetzt die Identifikation des Bakteriums? Um das zu erklären, müssen wir uns einmal das Prinzip der Identifikation von Bakterien in der Malditov-Massenspektrometrie genauer anschauen. Die Malditov-Massenspektrometrie bildet ein sogenanntes Massenspektrum, in dem es alle Proteine einer Probe nach Größe und Ladung sortiert. Das gibt ein charakteristisches Spektrum. Und dieses Spektrum wird dann mit Beispielen in einer Datenbank verglichen. Erinnert euch an vorhin an das Beispiel mit dem Detektiv, der Fingerabdrücke vergleicht. Jetzt ist es aber so, dass Abtötungsmethoden Proteine in den Bakterien verändern oder zerstören können über diverse chemische Effekte. Das ist grundsätzlich ja sogar gewollt, denn es ist in der Regel exakt der Mechanismus, der die Abtötungsmethode zur Abtötungsmethode macht, indem sie dafür sorgt, dass durch die chemischen Veränderungen die Proteine nicht mehr funktionieren und dadurch das Bakterium abstirbt. Das verändert dann allerdings das Massenspektrum der Malditov-Massenspektrometrie. Und wenn dieses Spektrum jetzt zu sehr von den Datenbankbeispielen abweicht, scheitert der Erkennungsversuch. Das zeigt das Beispiel hier sehr gut. Hier suchen wir die Kernmitglieder der Eden Street. Das wäre unser Datenbankbeispiel. Durch die Masken sind aber in den einzelnen Proben nicht alle Mitglieder klar zu erkennen und eine Identifikation wird erschwert. Es gibt noch eine weitere mögliche Erklärung, warum ausgerechnet Ethanol, Isopropanol und Trifluoressigsäure so gute Ergebnisse in der Malditov-Massenspektrometrie liefern. Wie kommen die Beispielspektren in die Datenbank? Richtig, irgendjemand hat die alle gemessen. Immer und immer und immer wieder. Dieser jemand hat dazu natürlich eine Vorbehandlung benutzt. Diese hat
natürlich die Beispielspektren beeinflusst, wie die Vorbehandlung auch unsere Proben beeinflusst. Bei gleicher Vorbehandlung für Probe und Beispielspektrum sind die auf sie wirkenden Einflüsse durch die Vorbehandlung identisch. Beide Spektren werden also quasi durch dieselbe Brille wahrgenommen. Das steigert den Wiedererkennungswert. Ist die Vorbehandlung für Probe und Beispiel aber zu unterschiedlich, schlägt die Erkennung fehl. Das ist ein ernstzunehmender Hinweis für die Anwendung der Multitopf-Massenspektrometrie zur Identifikation. Denn das Abweichen von den vom Hersteller empfohlenen Methoden ist nicht nur einfach nicht ratsam, sondern unter Umständen sogar fatal für die gesamte Identifikation. Dieser Umstand wird, wenn er denn bekannt ist und bedacht wird, von den Herstellern zumindest zu wenig betont. Auch wissenschaftliche Veröffentlichungen sind, was die genaue Methodik angeht, oft eher ungenau. Die haben nämlich nur begrenzten Platz zur Verfügung und wollen natürlich viel lieber über Ergebnisse schreiben. Wir haben hier allerdings nochmal klar gezeigt, wie essentiell eine präzise und angemessene Methodik für jedes Experiment ist. Was haben wir also gelernt? 1. Die Wahl der Abtötungsmethode spielt eine Rolle. 2. Gesamtgenomsequenzierung ist kompatibel mit vielen verschiedenen Abtötungsmethoden, die Multitopf-Massenspektrometrie aber nur mit wenigen. 3. Die Identifikation von Bakterien mittels Multitopf-Massenspektrometrie braucht eine Abtötungsmethode, die chemisch der Vorbehandlung ähnelt. 4. Die Vorbehandlung der Probe wiederum sollte der Vorbehandlung der Beispielspektren aus der Datenbank entsprechen. Das wird hoffentlich vom Hersteller empfohlen. Das war fürs Erste unsere kleine Geschichte von Brucella. Hier ist natürlich noch nicht am Ende, denn Forschung ist ja immer nur ein Schritt auf dem Weg, aber fürs Erste soll es gut sein. Für mehr Informationen schaut doch einmal in die Videobeschreibung. Ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.